Egal, wo Docaro gebraucht wird, hilfsbereit ist sie zur Stelle. Heute bin ich in Duisburg-Kucking im St. Anna Krankenhaus. Ich helfe aus. Das machen wir untereinander in den Helios-Kliniken in Duisburg, wenn Pflegepersonal knapp ist, wenn Ärzte knapp sind. Und jetzt darf ich heute die neue Notaufnahme hier kennenlernen. Freue mich sehr und bin gespannt, was der Tag so bringt. Da sitzt sie schon, unsere Chefin der zentralen Notaufnahme. Moin. Frau Dr. Peter. Waren wir beim Du oder beim Sie? Beim Du. Gut, Carola. Victoria. Schön, dich kennenzulernen. Ja, hi. Schön, dass ich da sein kann. Ja, mittendrin schon. Mittendrin, ich sehe schon. Nicht so viel los. Ich bin auf jeden Fall sehr angetan von, wie das aussieht, von der Orga. Ne? Auch wie das hier so gemacht ist mit den Kabinen und so. Ich bin mal gespannt. Ja, das ist ja auch erst alles ein Jahr alt und natürlich geplant, als man noch nicht mit Covid rechnete. Ja, so, wir haben hier drei ISO-Kabinen, die jetzt aber auch schon wieder voll sind. Eine ist offen. Covid-Patienten schon da gehabt. Jetzt haben wir das Problem mit Ungeimpften, die wir alle auch isolieren möchten. Ja, aber ja, wohin mit den Menschen? Ne? Das ist überall das Gleiche. Aber ich bin gespannt. Ich lass mich mal überraschen und freue mich. Tanja macht noch mal eine Rundführung und dann geht's los. Ja, ich zeige dir noch mal alles hier. Ein bisschen den Rest. Dann sehen wir uns. Dann sehen wir uns später. Auf jeden Fall. Viel Spaß. Gut, danke. Auch die übrigen Kollegen nehmen die Neue herzlich in ihr Team auf. So, Caro, darf ich dir den Marcel vorstellen? Hi. Hi, Marcel. Von mir hier. Hi, grüß dich. Und wenn ich dir die Margareta vorstelle? Ja, Margareta. Die ist schon wieder am Telefon. Ruft jetzt der Rettungsdienst an, oder? Tatsächlich ist es der Rettungsdienst. Die Kollegen melden einen Mann mit schwerem Herzinfarkt an, der in der Klinik so schnell wie möglich versorgt werden muss. Doch mehrere Minuten später ist er noch immer nicht eingetroffen. Hey Martin, der ist noch nicht da, wir warten auf ihn. Labor ist frei, der Jan hat es informiert. Und der Jan, wenn es zum Kathetern ist, dann würden der Jan und ich zusammen an den Tisch gehen. Und er hebt anscheinend in 2-3 AVF. Der Notarzt hat einen ST-Hebungsinfarkt angekündigt, also einen akuten Herzinfarkt. Das ist ein absoluter Notfall. Deswegen sieht man auch schon im Hintergrund, alles wartet. Wir werden den Patienten jetzt hier ganz schnell entgegennehmen, uns das EKG noch einmal anschauen. Und das sind Patienten, die müssen unmittelbar zum Herzkatheter. Und dann werden wir quasi fast direkt durchfahren, wenn sich die Diagnose bestätigt. Und da muss der Patient dringend einen Herzkatheter bekommen. Alles klar. Gut, ciao. Endlich trifft der Mann ein. Jetzt müssen sich Caro und das Team innerhalb von Sekunden einen Überblick über seinen Zustand verschaffen. Hallo! Hatte ein privates Stressereignis durch Tod der Ehefrau. Heute war Beerdigung und jetzt seit 12 Uhr eine Synkope und danach linksthorakale Schmerzen. EKG mit Hebung, Hinterwandbereich. Also akuter Hinterwandinfarkt. Nun vorbekannt, nichts kardial. Keine KK bekannt. Nicht bekannt. Okay, gut, aber es ist ja eindeutig. EKG ist ja eindeutig, ne? Hebt ja über den Hinterwand. Das ist ein absoluter Notfall. Das ist, wenn nicht sogar der kardiologische Notfall, ein akuter Infarkt. Das kann natürlich zu Kammerflimmern führen, zum plötzlichen Herztod. Wir gehen jetzt gleich, Sie haben einen Hinterwandinfarkt, einen Herzinfarkt. Wir fahren Sie jetzt ins Herzkatheterlabor und kathetern da, ja? Okay, wir probieren es über die Radiales. Also man kann schon sagen, dass in der Situation wirklich es um Leben und Tod geht, das Leben am seidenen Faden hängt. Wir kommen jetzt in HKL, Hinterwandinfarkt, wir probieren über die Radialis zu kathetern, ja? Okay, ciao. Wie viel Mo hast du gegeben? 10. 10. Ja, okay, ihr dürft jetzt quasi einmal bis auf den Tisch durchfahren. Bei Herrn Minas handelt es sich um einen sogenannten Hinterwandinfarkt. Das heißt, die Herzkranzarterie, das Gefäß, was die Hinterwand des Herzmuskels versorgt, also des Herzens selbst, die ist zu. Und da geht man jetzt mit einem Katheter rein und setzt einen Stent in das verschlossene Gefäß, macht das Gefäß wieder auf und dann sind unmittelbar nicht nur die Schmerzen weg, sondern auch der Blutfluss wieder hergestellt und das Herz kann wieder ganz normal funktionieren. Aber noch ist es nicht so weit. Zunächst muss das Team klären, wie stark das Herz des 72-jährigen Mannes geschädigt ist und wo genau die Engstelle liegt. Über ein dünnes Röhrchen, den Katheter, wird ein Kontrastmittel in die Gefäße gespritzt. So wird auf dem Röntgenbild der Blutfluss sichtbar. Während der leitende Oberarzt Dr. Jan Ohlich die Untersuchung durchführt, verfolgt der Chefarzt der Kardiologie Dr. Martin Oels die Arbeit aus dem Nebenraum.
einmal Termine an. Es wird Kontrastmittel direkt in die Herzkranzgefäße gegeben, damit man überhaupt sieht, wo ist die Verengung, ist was verschlossen, wo ist das Problem. Das Team hat die verengte Stelle gefunden. Mit Hilfe des Katheters befreit es diese nun von Ablagerungen, um anschließend ein winziges Drahtgeflecht namens Stent einzusetzen, das in Zukunft die Arterie breit und offen halten soll. Wird es so gelingen, das Herz von Wolfgang Minas wieder kräftig und regelmäßig schlagen zu lassen? So, und jetzt möchte ich euch mal erklären, was meine Kollegen aus der Kardiologie eigentlich gerade tun. Und dafür, liebe Nelly, haben wir mal was vorbereitet. Haben wir. Und zwar, das ist das, was die Kollegen gerade machen, nämlich bei einem Herzinfarkt ein Herzkranzgefäß. Das sind die Gefäße, die außen auf dem Herzen liegen und den Herzmuskel mit Sauerstoff versorgen, mit Blut versorgen. Die sind verstopft und deswegen muss man Stent einsetzen. Das hier, Nelly, das hast du schon ausgepackt, ist ja sozusagen der Stent, der in dieses Herzkranzgefäß eingesetzt wird. Das zeigen wir gleich. Warum? Und wie das aussieht, wollen wir euch einmal demonstrieren. So, Nelly, das ist jetzt die normale Herzkranzarterie. Also das Herzkranzgefäß, was außen auf dem Herzen sitzt, wo das Blut durchläuft, wo Sauerstoff drin ist und den Herzmuskel versorgt. So, das sieht ja wunderbar aus. Da gibt es gar nichts zu meckern. Ja, gesund. Das ist gesund, das ist durchgängig, da gibt es keine Ablagerung. Und so sollte das aussehen. Und jetzt haben wir das hier. Da sieht man also eine Engstelle. Im Gefäß selber, normalerweise geht natürlich das Gefäß durch und hier sieht man dann Plaques. Wir müssen das jetzt einmal so plastisch darstellen. Und diese Engstelle, die sorgt dafür, dass vor und hinter der Engstelle es Schwierigkeiten gibt. Ja, dass nämlich, sie krank ist. Ne? Also da hier ist krank. Gesund und da ist krank. Und da wird in der Stelle oder alles, was danach kommt, der Herzmuskel nicht ausreichend mit Sauerstoff versorgt. Und wir wollen jetzt das Ding wieder aufdehnen und das machen wir, indem wir sozusagen hier das aufdehnen und dann wie einen kleinen Rohrverstärker ein Drahtgeflecht einsetzen. Wir versuchen das jetzt mal in klein zu zeigen. Das ist jetzt der Stent. Zuvor wird in einem ersten Schritt einmal diese Engstelle nur mit einem Ballon aufgedehnt. Und wenn diese Engstelle etwas aufgedehnt ist, wird ein Stent eingesetzt. Und wir schauen uns das hier mal an. Das ist ja quasi der Stent in groß. Man sieht hier ein bisschen, ne, sieht man doch, Nelly, oder? Guck ja, mal, das ist doch man ganz gut eigentlich. Ja, und das ist das, wie es dann hinterher in groß aussieht. Und du hast hier mal so eine Arterie vorbereitet. Sehr gut. Wo ist die Öffnung hier? Und dann diesen Katheter mit dem Stent drauf in das Herzkranzgefäß einführen, bis zur Engstelle. Und an der Engstelle wird das Ganze aufgedehnt und erweitert. Damit aus dem hier das reinkommt und wieder das hier wird. Ja, und was können wir jetzt tun, außer dass wir ein bisschen weniger Schokolade essen, ein bisschen weniger Fett und nicht rauchen? Bewegen. Bewegen ist Leben. Genau. Bewegung ist Leben und Bewegung macht vor allen Dingen Spaß und beugt Herzinfarkt vor. Das Gefäß ist schon wieder offen, ne? Wir versorgen jetzt. Die OP war ein Erfolg. Wolfgang Minas wird wieder gesund. Der Stent ist gesetzt, das Rohr ist frei, die Durchblutung ist gesichert. Wunderschön auch zu sehen mit Kontrastmittelgabe. Und dadurch hat sich nicht nur das EKG verändert, sondern vor allen Dingen hat der Patient keine Brustschmerzen mehr und ist über den Berg. Das war hier oben, weil es verschlossen ist. Jetzt ist es komplett bis hier unten. Da kommt die ganze Blutkiste, das war alles weg. Was ist jetzt wieder da? Es ist auch schnell gegangen. Das ist ja auch. Was war eine Beschwerde? Okay, dann alles gut. Ja? Das war jetzt ein fulminanter Herzinfarkt, ein sogenannter transmuraler Herzinfarkt, bei dem die gesamte Herzwand des Gefäßes beeinträchtigt ist, also ein schwerer Herzinfarkt. Das kann unter Umständen, das ist lebensgefährlich, deshalb muss man hier, darf man keine Zeit verlieren, muss auch schnell handeln. Ohne die großartige Leistung des gesamten Teams wäre der Patient wohl gestorben. Was man hier sieht auf dem EKG, ist dieser sogenannte ST-Hebungsinfarkt, also dieser Wahnsinnsnotfall. Man sieht hier, es gibt dieses nach oben gehen und wieder runter, was so ein bisschen mit viel Fantasie aussieht wie der Kölner Dom. Wir sagen immer Domspitze. Das ist typisch für einen ST-Hebungsinfarkt.
Und wenn man sich jetzt vielleicht eine Ableitung anguckt, wo das jetzt nicht so ist, dann sieht man hier im Vergleich, wir können das ja vielleicht mal so nebeneinander legen, das ist die Domspitze und das nicht. Das ist der absolute Notfall, wenn man das sieht, im Rettungsdienst, als Arzt, was auch immer, dann ist Alarm, Alarm. Wie gut, dass der Notfall rechtzeitig erkannt wurde. Am nächsten Tag erkundigt sich das Team nach dem Zustand von Herrn Minas. Hallo, Herr Minas. Schönen guten Tag, Herr Minas. Grüß Sie. Wir kennen uns ja von gestern noch. Wie geht's Ihnen heute? Also vom Körperlichen und Geistigen geht es mir gut. Okay. Sie hatten ja einen schweren Herzinfarkt. Haben Sie das verstanden, was passiert ist gestern? Im Krankenwagen wurde schon da über diese Sache gesagt, über Herzinfarkt, was ich etwas noch mitbekommen habe. Ich sah nur, wie viele Ärzte, Pfleger, und der machte das, der machte das. Also sah ich schon, es ist sehr schlimm. Da habe ich schon gesagt, kommst du durch oder kommst du nicht durch? Und irgendwann habe ich auch von mir aus gesagt, mach die Augen jetzt zu und lass auf mich erstmal alles zukommen, was die mit mir machen. Und irgendwann habe ich die Augen wieder aufgemacht und dann war ich froh, dass das gemacht worden ist von den ganzen Ärzten. Und dadurch ist der Schmerz ja auch dann weggegangen. Also bei Ihnen, ich sage Ihnen das nochmal, bei Ihnen war es so, Sie haben drei Herzadern und das Hinterwandgefäß, das war akut verschlossen, das ist plötzlich zugegangen. Und das haben Sie gespürt mit diesem Druckgefühl in der Brust, mit den Schmerzen. Ja. Ein klassischer Herzinfarkt. Dem Herrn Minas geht es heute schon sehr gut nach dem Infarkt gestern. Das ist aber nicht immer der Fall. Es gibt Fälle, da ist der Patient Tage bis Wochenlang nach dem Ereignis noch auf einer Intensivstation, teilweise beatmet im künstlichen Koma. Und dann gibt es wieder andere Fälle wie Herrn Minas, in denen der Infarkt dann auch wieder schnell überstanden ist, wo der Patient dann auch wieder schneller mobil ist. Auch Doc Caro will wissen, wie es ihrem Schützling geht. Ich freue mich, dass es Herrn Minas schon so gut geht. Und ich möchte jetzt mich mal persönlich davon überzeugen und gehen mal besuchen. Wie geht's Ihnen? Ja, bis jetzt nach der großen OP ist es mir soweit ganz wieder gut. Ganz gut. Darf ich mir den Stuhl nehmen, dann setze ich mich zu Ihnen. Bitte. Vielleicht können Sie mir einmal sagen, wie war das denn? Wo ist das denn passiert? Was war das für eine Situation? Wie hat das angefangen? Das war, wie soll ich jetzt sagen, jetzt kommt natürlich die Trauer. Es war auf einer Beerdigung von meiner Frau an einem gewissen Tag X, ja, wo das passiert ist. Ich hatte es auf dem Friedhof aber noch nicht gemerkt. Also das ist auf der Beerdigung Ihrer Frau? Ganz genau. Ist das passiert. Wahnsinn. Und als wir quasi in der Gaststätte waren, ja, waren ja alle Leute da. Und wie das so ist, irgendwann sagte mein Brust, Körper, halt, stopp. Warum tut der mir weh? Ein privates Stressereignis kann tatsächlich in seltenen Fällen Herzinfarktsymptome auslösen. In dem Fall von Herrn Minas ist es ein ganz besonderer Fall, weil nicht nur Herzinfarktsymptome ausgelöst worden sind, also Brustenge, das tatsächlich Trauergefühl bei gebrochenem Herzen, richtig mit Schmerzen, sondern in seinem Fall wirklich ein richtiger ST-Hebungsinfarkt, also ein Gefäßverschluss vorlag. Also nicht nur durch Trauer, Herzinfarkt gleiche Symptome, sondern tatsächlich Trauer und einen Herzinfarkt. Ich saß am Tisch und ich hatte gegenüber meine Schwägerin, die ist auch Krankenschwester, ja, die sagte dann zu mir, hör mal Wolfgang, du siehst, wie siehst du aus? Weiß, weiß wie eine Wand. Und dann war noch eine Krankenschwester da, die sagte das Gleiche. Ja. Aber ich wollte das ja nicht wissen. Der Brustkorb tat mir noch immer weh und ich hatte auch Schmerzen. Und irgendwann
nach 10 Minuten, sag ich mal, sagte die Schwägerin so, Schlussfeierabend aus, Krankenwagen. Wenn die Schwägerin von Herrn Minas nicht darauf bestanden hätte, den Rettungsdienst anzurufen, wäre es mit sehr, sehr hoher Wahrscheinlichkeit dazu gekommen, dass Herr Minas Kammerflimmern bekommen hätte, weil sehr viel Muskelgewebe vom Herzen abgestorben wäre. Ein komplettes Gefäß war zu und vielleicht sogar plötzlich ein Herztod, das heißt, verstorben wäre. Haben Sie denn vielleicht erst gedacht, das ist natürlich ein ganz, ganz schlimmer Moment und ganz emotional, dass das vielleicht Trauer ist, dass Sie das Gefühl haben, irgendwie mir tut die Brust weh, weil ich so traurig bin? Oder hatten Sie schon sofort gedacht, irgendwas stimmt nicht? Nein, nein, nein. Im ersten Moment, wie Sie jetzt schon sagen, das war die Trauer. Ja. Das war die Trauer. Nur, es wurde ja immer schlimmer, schlimmer, schlimmer. Und immer mehr hat der Brustkorb weh. Also konnte das ja nicht mehr so viel die Trauer sein. Was ich besonders eindrucksvoll finde, er hat es ja auch beschrieben, dass er davon ausgegangen ist, dass dieser Brustschmerz wirklich Trauer ist. Er ist in tiefer Trauer, sitzt auf der Beerdigung seiner Frau, was gibt es Schlimmeres, und bekommt diesen dramatischen Schmerz. Ich hatte es versucht zu unterdrücken. Sie haben das versucht wegzuatmen oder so wegzudenken oder irgendwie gesagt zu ignorieren. So, dass ich die Gesellschaft da nicht störe. Ja. Irgendwann wäre ich dann mit meinem Sohn oder auch wer auch immer rausgegangen und wäre nach Hause gegangen. Ja. Und das wäre vielleicht ein großer Fehler gewesen. Also das wäre nicht nur vielleicht ein großer Fehler gewesen, sondern wir haben ja hinterher auch gesehen, dass es wirklich ein Infarkt war. Ja. Das war wirklich ein Erlebnis jetzt auch für mich, wo ich jeden sagen kann, denkt daran, wenn ihr wirklich Brustschmerzen habt oder Übelkeit noch dabei, holt einen Arzt, ist egal wo, aber geht dahin, bevor das zu spät ist. Und beinahe wäre es bei mir zu spät gewesen. Ich bin ja immer wieder überrascht. Man denkt mittlerweile, dass Brustschmerzen, ob mit oder ohne Ausstrahlung, ein Alarmsignal sein sollten und dass jeder sofort weiß, ich muss einen Rettungsdienst anrufen. Das ist nicht so. Und deswegen ist das mir extrem wichtig. Herr Minas hat selber gesagt, er hätte wahrscheinlich gar nicht den Rettungsdienst angerufen. Mir noch mal extrem wichtig, darauf hinzuweisen und die Leute aufzuklären. Und immer und immer und immer wieder, weil ich glaube, jeder Einzelne, den ich erreichen kann und sage, ich kläre auf, es führt dazu, dass er einen Rettungsdienst ruft, dass er rechtzeitig im Krankenhaus ist, kann ein Leben retten. Und deswegen mache ich das. Und offensichtlich kann man es nicht oft genug sagen, weil es immer wieder Menschen gibt, die, denen das gar nicht so bewusst ist. Also wenn Sie jetzt mal überlegen, das Ganze ist ja gerade mal vielleicht 24 Stunden her. Wir beide sitzen jetzt hier ziemlich vergnügt für die Situation, unterhalten uns. Hätten Sie das vor 24 Stunden gedacht, als Sie kamen? Nein, nein. Also ich habe es etwas länger, habe ich mir das gesagt, bestimmt eine Woche oder was. Aber dass es mir jetzt so gut geht, hätte ich nicht gedacht. Es macht mich mega, mega happy, dass es Herr Minas heute schon so gut geht. Ein Herzinfarkt ist ja ein schwerer Notfall. Bei ihm war es wirklich, wirklich schlimm. Und sowas jetzt zu sehen, dass er sich so freudig mit mir unterhält, dass ihm auch schon besser geht, er körperlich völlig unversehrt ist, macht mich wirklich glücklich. Und dafür machen wir das.